Kollegen, meine Freunde. Vielen Dank, dass ihr mich eingeschaltet habt. Steini, neues, ich zeige euch mein Dreckskeller-Röntchen. Ja, lange habt ihr drauf gewartet. Jetzt ist es endlich an der Zeit. Hier ist immer noch nicht alles wirklich aufgeräumt. Ich habe es jetzt so provisorisch gemacht, wie es nur geht, dass das Video endlich online kommt, weil wir haben jetzt auch schon sehr, sehr viele Streams gemacht. Die Leute fragen, ich gebe euch, was ihr haben wollt. Wieder selber eine positive Bewertung, Freunde. Aber auf dem Kanal, falls du noch keins dagelassen hast, wäre auch ein absolutes Träumchen. Meinungen, wie immer, in die Kommentare. Gehe ich aber auch im Laufe des Videos von ein. Ich hoffe, das ist nicht zu viel Chaos. Ihr seht alles das, was ihr sehen wollt. Und ja, ey, ich gebe rein ins Video. Ich habe das mit Kamera aufgenommen. Ich hoffe, das wird nicht der maximale Chaos hier werden. In diesem Sinne entschuldige ich mich schon mal vorher, falls es kacke ist. Aber I try my best. But komm, mach. Viel Spaß. So, und damit guten Tag. Ich sehe aus wie der letzte Käsemann, Junge. Wir gehen rein in die neue Roomtour vom Keller. Ich habe ja mal wieder umgebaut. Erste Neuerung. Ich habe mir hier so eine provisorische Tür reingemacht. Wir haben bei Firmen gefragt. Schwierig. Aufgrund der Deckenhöhe hier einfach. Ja, und hier ist alles ungerade. Dies, das, Ananas. Und dann haben wir ein Angebot gehabt. Das war mir persönlich aber echt zu teuer, muss ich sagen. Und für den Keller habe ich mir hier was selber gebastelt. Ich denke, das reicht. Ja, ich habe mir eine Spanplatte geholt. Hab die einfach hier mit so Isomatten beklebt, dass das noch ein bisschen dämmend ist. Hier an der Seite ein Scharnier dran geballert und dann kann ich das einfach aufmachen. Und da ist die Rumpelkammer. Ich muss mir hier natürlich noch eine Türklinke dran machen. All das hat die Zeit noch nicht hergegeben. Jetzt kann ich das oben aufmachen. Ja, und hier ist die Messi-Bude. So sieht der Eingang jetzt aus. Ihr sagt jetzt, boah, komplett eng. Ihr müsst aber auch bedenken, der Terrarium ist irgendwann weg. Ja, also ich habe dann Leopardgecko drin, der ist jetzt schon, ich glaube, der müsste dieses Jahr 20 werden. Und ich glaube, die Tiere können so bei guter Haltung 20 bis 25 werden. Also der wäre irgendwann sowieso weg und dann hättest du da genug Platz. Das geht aber jetzt auch so. Ja. Genau wie hier, die Überbleibsel, hier sind noch Wandverkleidungen drin, die muss ich alle noch wegpacken, aber da tut er jetzt keinen Abbruch hier. Ja, ich habe mir hier so eine Trennwand reingemacht, das ist einfach so ein Regal von Ikea, das kennt ihr ja mittlerweile auch. Ich habe mir da Fächer reingemacht, sodass ich einfach von der anderen Seite quasi nochmal abgeschnitten bin zu meinem Streaming-Setup, dass hier quasi so ein kleiner Gang ist. Und dann kommst du hier rein und dann ist das der neue View. Ja, Junge, mach mal leiser da hinten. Man geht quasi um die Ecke und findet dann das hier vor. Zum Verständnis, was umgebaut worden ist, unser Streaming-Setup war eigentlich da hinten an der Wand. Ich habe quasi die Wand hier rüber gezogen. Also wir sind von da hinten hier rüber gegangen. Das ist tatsächlich sogar die Startwand. Also hier haben wir unten damals angefangen im Keller an der Wand und ihr habt nach hinten drauf geguckt. Da war natürlich die Heizung. Da habe ich einfach nur die Wand jetzt gedreht, weil der Background hat mir eigentlich gefallen. Habe jetzt hier an der Seite noch so eine Vitrine daneben gemacht. Die seht ihr ja ein bisschen im Stream. Und hier, da flackert gar nichts. Ne? Im Stream flackert das Licht. Ich hoffe, das flackert jetzt nicht über der Kamera. Wäre ein bisschen peinlich. Aber normalerweise sollte das funktionieren. Hier hinten habe ich ein bisschen Abstand gelassen, weil mir hat es nie gefallen, wenn ich da auf die Heizung glotze. Sprich, da ist ein kleiner Gang. Da sind auch nochmal diese Ikea-Wände hinter. Da habe ich einfach eine Spanplatte vorgeknallt und Tapete drüber. Arschlecken. Da ist Steuerscheiße und sowas, wo ich nicht immer dran muss. Was aber zu Hause haben muss, sag ich mal. Ne? Wo du immer mal einen Zugriff drauf brauchst, kann ich dahinter gehen. Das reicht vom Platz. Ganz, ganz entspannt. So habe ich quasi hinter den Gang für die Luft auch zum Zirkulieren. Nicht verkehrt. Ich muss ja auf jeden Fall noch ein bisschen aufräumen. Ich habe jetzt alles nur provisorisch beiseite gepackt, damit man wenigstens ein bisschen was sieht hier. Ja, hier ist quasi der Gästestuhl. Hinter dem Gästestuhl habe ich einen kleinen Kühlschrank von meiner Partner Level Up. Hashtag Werbung hier. Geiles Teil. Immer nice im Keller zu haben. Kürzere Wege. Ganz klar. Rein in die gute Stube hier. Hm? Ich habe mir die Wände beklebt mit so einer Steinoptik einfach. Das war für mich das Sinnigste, das war für mich einfach rein preis-leistungstechnisch gerade so das Beste. Mir gefällt die Optik, du hast trotzdem noch so ein Gefühl von Keller, so Kelleratmosphäre, das wollte ich schon so ein bisschen beibehalten. Wie gesagt, für diejenigen, die anderen Videos von dem Hausumbau nicht so verfolgt haben, das ist hier ein altes Zechenhaus. Die aus der Ecke kommen, wissen, wie die Häuser geschnitten sind. Deswegen, ich finde, das passt. Ich wollte den Charme so ein bisschen mit rübernehmen, habe mir hier einen Display hingeknallt noch und habe mir daneben einen Display hingeknallt. Ja, mein Setup solltet ihr mittlerweile kennen. Daran hat sich auch über die Jahre eigentlich nichts verändert. Vier Monitore auf ganz entspannt. Eine für Zocken, eine für Chat, eine für OBS, Spotify, whatever. Und unten dann nochmal einen für frei, wenn du im Internet ein bisschen Halligalli machen willst, noch nebenbei oder so. Das passt. Da so eine Playstation-Lampe und ein paar Twinkies. Hör mal, Twinkies gehen immer. Ist ja klaro. Das Stativ hier ist noch ein Überbleibsel von dem Boxbreak-Event mit den Push-Dich-Jungs. Das habe ich tatsächlich noch nicht weggemacht. Das habe ich auch mit einem Band da hinten haben wir das befestigt, dass das einfach nicht so wackelt, ne, wenn die Kamera hier vorne dran war. Sonst hängt das immer so durch. So hat das aber gut funktioniert. Ich lasse das auch erstmal dran.
Mal schauen, vielleicht brauchen wir das nochmal und stören tut mich das halt nicht, weil das geht vom Rand vom Tisch und oben dran, das merkst du halt überhaupt nicht und jetzt lasse ich das erstmal dran auf ganz entspannt. Arcade-Automat habe ich mir auch einen neuen geholt, also ich habe den anderen auch noch hier, der geht aber weg, den werde ich abgeben, weil kein Platz mehr für irgendwo. Ich könnte beide nebeneinander stellen, wird auch cool aussehen, aber ich kenne mich auch aufgrund meines Sammelwahns, da wird eher eine Vitrine noch hinkommen, wie der Platz für diesen zweiten Automaten. Und in dem Automaten habe ich tatsächlich alles drauf. Wird ein detaillierteres Video noch kommen auf dem Kanal hier. Deswegen gehe ich jetzt hier drauf nicht großartig ein. Ich zeige euch so ein paar Schnitte. Immer mal nebenbei so von Optik, dies, das, dass ihr das auf jeden Fall habt. Aber hier kommt nochmal gesondert ein Video zu. Für die Leute, die das interessiert und sich vielleicht auch sowas zusammenbauen wollen. Den habe ich selber gebaut. War ein Baukastenprinzip von der Seite. Ich gehe hier gar nicht mehr weiter drauf ein. Ist ein geiles Teil. Machen wir separat in einem anderen Video. Ist glaube ich, besser. Sonst artet das aus. Ja, dann stehen wir hier vor meiner größten Vitrine. Hier sind quasi meine ganzen Fußballkarten, Wrestlingkarten, Wrestlingfiguren drin. Ich habe keine großartig teuren Karten zu Hause. Das kann ich auch sagen. Also ich kann euch jetzt hier in dem Video nicht meine teuerste Karte zeigen, meine geilste Karte vom Wert und was weiß ich. Die sind alle nicht hier. So lagere ich nicht zu Hause, weil wir da von stabilen Vierstelligen reden. Und nee, das ist mir dann leider nicht wert. Ich habe mir ein paar Bilder gemacht. Klar sagst du dir auch, boah, was holst du dir dann so eine Karte? Aber das ist mir einfach zu heiß. Ja, ich denke, einige von euch, die in dem Bereich unterwegs sind, können das verstehen. Aber ich habe trotzdem auch schöne Karten, die nicht viel wert sind, sage ich jetzt mal. Aber für mich einfach schick aussehen und das zählt am Ende. Weil ich gucke mir mein Auge da drauf. Mein Auge checkt nicht, ob das viel wert ist. Das sieht, oh, sieht schön aus und ist schön. Ne? Hä? Wrestling-Karten technisch sind ja einige auch mit Unterschrift, aber ich weiß nicht, wie gut man das auf der Kamera erkennt. Da sind tatsächlich sehr, sehr viele On-Card-Autogramme drauf. Ja? Also nicht einfach ein Sticker, sondern wirklich On-Card haben die das unterschrieben und dann auch nummeriert. Gibt es ja von Wrestling, Fußball, Football, Basketball, kriegt ihr ja in allen Bereichen. Und das ist nun mal so mein Hobby, was ich hier in dem Keller natürlich auch haben will. Das soll hier, ne, man spricht immer gerne von Zockerhöhle. Aber das ist so für mich mein Kinderzimmer der Zukunft. Ja, an die Wand hier habe ich mir einfach Wandpaneele geholt. Ja, also das ist jetzt nichts Dickes oder so. Das macht die einfach eine Betonoptik. Dahinter, ich hatte alles mit diesen Dämmschutzscheiß hier. Ne, eigentlich wollte ich das abmachen. Mittlerweile denke ich mir, komm drauf geschissen, ich lasse das dran. Wenn hier mal ein etwas größerer unten ist, der haut sich nicht direkt richtig die Birne ein, sondern das ist ein bisschen abgefedert. Stört mich jetzt persönlich nicht da oben, klar. Hätte ich den Raum von Grund auf neu umgekrempelt, hätte ich das wahrscheinlich abgemacht. Aber das ist ja einfach nicht möglich aufgrund der Gegebenheiten leider. Ja, aber so habe ich da eine Betonoptik. Es sieht sauber aus. Dann meine Nanoleafs da dran geklatscht. Einfach, dass ich hier irgendwie so ein bisschen Raumbeleuchtungsatmosphäre hinkriege, auch gerade im Stream. Das war so meine größte Baustelle. Mittlerweile, denke ich, sieht das im Stream ganz okay aus. Ja, nächste Vitrine ist quasi meine Celebrity-Abteilung. Also hier sind die Unterschriften drin von Serienstars, die ich feiere, unter anderem Cobra Kai, Machine Gun Kelly, Steve Urkel. Zwei, drei weitere Autogramme von Filmstars, ja, wenn du sie so nennen willst, die unterwegs hier zu mir sind, die werden da auch noch ihren Platz drin finden. Plus dann halt meine VGAs von Uncharted, ja, 1 bis 4, war mir auch sehr, sehr wichtig. 1 bis 4, 1 bis 4, ja sicher, 1 bis 4. Junge, bist du bekloppt oder was? Und ich denke, das kann man so machen. Ich frage mich, wie die Kamera, weil hier flackert das Licht. Das eigentlich sind normale Spots. Ne? Hier, das Bild muss ich noch an der Wand machen. Kuss geht da raus an Franco von der Pushdich, Jungs. Der hat mir gesagt, wo man diesen Rahmen herkriegt. Wer wissen will, wo ihr den Rahmen herbekommt, wo ihr euer Trikot reinpacken könnt und unten noch zwei Bilder, die so auf schick ist, könnt der Farbe alles sein. Schreibt mal die Pushdich, Jungs an. Die haben eh Langeweile. Da sollen die euch mal sagen, wo die das herhaben. Wen das interessiert. Das Trikot habe ich ja damals von Thiago A. aka Dobby bekommen. Auf seiner letzten Station war tatsächlich auch Fernando Torres mit seiner letzten Station. Und ja, da haben wir ein Trikot bekommen von Thiago mit unterschrieben, aber Fernando Torres mit persönlicher Widmung noch. Para de Killer Don Affects. Ich habe keine Ahnung, mit freundlichen Grüßen. Ich liebe sie oder was das heißt. Ey, sehr, sehr geil. Und auch nochmal der Beweis. Da oben ist die Trikotunterschrift und hier unten ist seine Unterschrift. Also alles legit. Da in der Ecke habe ich jetzt die Pokémon-Vitrine. Wie gesagt, das war hier unsere Wand, wo das Setup stand. Ja? Das, was jetzt hier steht, stande hier eigentlich. Und die Vitrine war hinten rechts bei mir in der Ecke. Hinter mir rechts vom Stream, ne? Oder? Oder links. Für euch links. Die steht jetzt hier in der Ecke. Beleuchtung muss ich da noch ein bisschen gucken. Mir war jetzt erstmal wichtig, dass die da steht. Ich könnte normalerweise auch hier, ihr seht, hier ist viel Gerümpel. Ich könnte aber hier normalerweise easy durch. Ich musste jetzt nur den Arcade-Automaten hier hinpacken erstmal, weil ich noch keinen Abnehmer dafür habe. Und nach oben tragen jetzt im Wohnzimmer, dass der da rumsteht, ist halt auch Panne. Und hier stört er mich gerade nicht. Ich muss eh nicht dahinter. Aber rein theoretisch hätte ich hier auch
genug Platz, wenn das weg ist, dass ich hier auch easy hinter könnte und dann schauen, was da abgeht. Ne? Ist ja klar. Ja, und ansonsten den Ventilator, der steht da eigentlich auch nicht. Ich habe den jetzt mal wieder da hingepackt, da drücke ich dann drauf, dann pustet er hier einmal einen rein. Da hinten ist mein Fenster, was ich da habe, das pustet mir jetzt gut rein. Und jetzt stellt euch mal vor, das Fenster ist da hinten und ich hatte bei meinem alten Setup, war hier die Wand hier, war hier vor nochmal. Und dann war mein Streaming-Setup. Und in Kombi, wo wir die FM-Streams gemacht haben, wo vor dieser Wand noch eine Greenscreen-Wand war. Nach vorne, es kam keine Luft mehr an in den FM-Streams. Und dann habe ich einfach zu mir gesagt, Bruder, ich muss das umstellen. Das hat einfach keinen Mehrwert. Und auch, wo wir den Boxbreak-Stream gemacht haben, den ersten mit Push-Dichungs und Tone, konntest du machen, aber irgendwie war es das einfach nicht. Und dann habe ich mir einfach gedacht, komm, ey, ich stell's jetzt einmal um und dann ist gut. Zumal war das ein maximaler Akt. Ja, also das kann ich auf jeden Fall sagen. Ich hoffe, ich habe noch ein paar Bilder von dem Umbau. Ich konnte den Umbau nicht filmen, weil sonst wäre ich gar nicht fertig geworden. Aber ich habe immer mal wieder Fotos gemacht, so schrittweise, dass ihr seht, was hier passiert ist. Ich habe den PVC-Boden rausgerissen, habe den mit Bodenfarbe, mit Schimmelfester, was weiß ich, wie sich die schimpft, so einer richtigen Lasur gestrichen. Darüber jetzt einfach hier so einen riesen Teppich. Das ist nichts Teures, einfach so einen leichten Flauschi. Und dann passt das hier. Aber anhand des Raums sieht man so, worauf ich so stehe. Was in meiner Birne so abgeht, für was ich empfänglich bin. Ja, man findet hier alles eigentlich wieder. Ich gucke sehr, sehr gern Filme, ich gucke sehr, sehr gern Serie, was man hier anhand der Figuren sieht. Ja, oder der Displays. Wrestling findest du auch immer überall hier. Ich bin ein Kind der 90er Jahre und da waren nun mal Spielehallen mit Arcade-Automaten drin. Ich wollte immer einen eigenen haben, selbst als kleiner Buschi schon. Jetzt habe ich mir dieses Träumchen erfüllt. Für auch eine relativ kleine Mark. Ich gehe da drauf nicht ein, da kommt ein separates Video zu. Vitrine technisch, ein bisschen was für die Optik, ne? Muss auch mal sein. Meine Schätzchen da ein bisschen präsentieren. Aber ich mag die Atmosphäre einfach hier. Das ist am Ende Geschmackssache, ganz klar. Aber am Ende des Tages muss ich mich hier wohlfühlen und ich muss hier streamen. Ja, natürlich seht ihr das. Perfekt, ist die Aufnahme leer. Wie gesagt, mir gefällt der Raum so wie er ist. Das ist am Ende des Tages immer Geschmackssache. Ich muss einige Ecken noch aufräumen, das ist ganz klar. Aber jetzt gerade passt das erstmal. Der Rest kommt Step by Step. Ich fühle mich hier wirklich pudelwohl. Ich bin froh, dass ich den ganzen Stuff umgebaut habe, weil das war nötig. Du hast viel, viel mehr Platz jetzt hier, auch wo die Jungs hier waren. Die haben auch gesagt, viel geiler, ne? Du kannst dich frei bewegen, die Luft ist viel besser hier unten. Also, das war für mich persönlich rein funktionell, optisch gesehen, Raumbelüftung, war das eine 10 von 10, das hier umzubauen. Nichtsdestotrotz zeige ich euch natürlich trotzdem gerne den Raum, weil es auch viele interessiert. Viele holen sich immer Anregungen, was sie bei sich eventuell machen können, sehen da was, oh, das ist cool, das ist cool. Vielleicht habt ihr auch das ein oder andere gesehen, was ihr machen könnt. Ihr könnt mir aber noch mal eine Frage beantworten. Ich hatte schon über Instagram nachgefragt, ich habe ein Problem. Ich will diese Displays hier über Eck laufen lassen. Aber das sind die allerersten Displays. Ja, Displays. Und ich finde diese Übereckverbindungen nicht mehr. Es gibt nur noch für die anderen Modelle von Display, gibt es die Verbindung. Und mich hat irgendjemand auf Insta angeschrieben, der war ein ganz witziger, der sagt, er hat die. Er schickt mir die zu, kam bis heute nichts an. Kuss geht auf jeden Fall raus, wenn du Video siehst. Ehrenaktion. Vielleicht wisst ihr was, schreibt sehr, sehr gerne in die Kommentare rein, weil ich würde, wie gesagt, die gerne noch hier runter machen, weil ich noch einige über habe davon. Und das ist mir einfach zu schade, dass die da rumliegen und das sieht einfach beschissen aus. Also dazu muss ich euch ja gar nichts sagen. Aber geht leider nie anders gerade. Ihr seht das nicht, ich sehe das tagtäglich. Aber vielleicht weiß da jemand, einer von euch oder so, wo man diese Verbinder herbekommt. Ja, wäre auf jeden Fall very mucho gracias. Ja, und das ist am Ende des Tages draus geworden. Die Räuberhöhle wurde umfunktioniert. Bin sehr, sehr zufrieden mit dem Ganzen. Wie gesagt, Setup-technisch. Für Kamera braucht ihr einfach nur auf den Twitch-Dings gehen. Also meine Streaming-Kamera einfach nur auf Twitch und Ausrufezeichen Kamera, glaube ich. Da müsstet ihr einen Link zu bekommen. Ich glaube, das funktioniert auch bei Ausrufezeichen Monitor. Ansonsten habe ich hier nichts Neues eigentlich. Ja. Also falls da Fragen kommen. Ja, und that's it, Alter. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ja, würde mich hier sehr über eine positive Bewertung freuen. Teilt mir sehr, sehr gerne eure Meinung in den Kommentaren. Schreibt sehr, sehr gerne auch rein, ob ihr zu Hause was am Umbauen seid oder gerade aufgrund des Videos jetzt wieder Bock habt, was umzubauen. Video zu dem Automaten wird separat kommen. Da gehe ich detaillierter drauf ein. Hatte ich auch schon gesagt, aber dann wisst ihr da Bescheid. Ja, und dann verlieren wir nicht mehr viel Zeit und sagen ciao, ciao, Cescu. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns das nächste Mal. Ich gehe jetzt eine Runde zocken auf ganz easy. Damit bin ich raus. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Aber auf dem Kanal, falls du noch keins da gelassen hast, wäre ein Träumchen. So, tschüss.